Hey, ich bin ein kleiner Idiot. Denn ich war der festen Überzeugung, wir müssten jetzt direkt zum Endkampf. Und ja, wir könnten jetzt direkt zum Endkampf. Aber es gibt hier noch etwas, glaube ich, was wir erledigen können. Denn wenn wir mal gucken, hier stehen jetzt Widerständler rum. Wo ist der Thema, der den Hauptmann besiegt hat? Komm herein und ruh dich aus. Danke, danke. Und zwar müsste hier irgendwo jemand rumstehen. Genau, dich habe ich gesucht. Hab die Maschine zum Rückverwandeln. Es ist aber zu wenig Energie da, sie funktioniert nicht richtig. Mann, was machen wir jetzt bloß? Ganz einfach. Obwohl, Moment. Moment, Moment, nochmal zurück. Nochmal zurück, nochmal zurück, nochmal zurück, nochmal zurück, nochmal zurück. Vielleicht sagt er uns schon selbst, was wir machen müssen. Nein, tut er nicht. Ihr vielleicht. Wir erzeugen Energie mit Windrädern. Wenn der Wind stark ist, sollte es funktionieren. Ich besiege die Aua. Ah ja! Aua, hab's mal wieder im Rücken. Kurt macht sich immer Sorgen. Sicher ist alles in Ordnung. Wer ist Kurt? Ah, wir haben die Aua besiegt, aber etwas ist komisch. Hoffentlich passiert nicht noch was. Entschuldigung. Der ist ein weiser Junge. So, jetzt wissen wir Bescheid. Wir müssen die Windräder zum Laufen bringen, denn hier weht kein Wind. Hier hat noch nie Wind geweht. Und wie können wir Wind wohl wiederherstellen? Ich gebe nochmal einen Tipp für diejenigen, die es nicht auf die Pötte kriegen. Hier müsste eigentlich ein Digimon sein. Was in der anderen Stadt zu sehen war. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie wir am schnellsten zurückkommen nach Sirio City. Das weiß ich ehrlich gesagt leider nicht. Ich meine, wir konnten hier unten den nehmen. Den völlig auffälligen. Ich glaube, das ist sogar das einzige Loch, was hier in der Zone vorhanden ist. Vielleicht sehen wir auch direkt einen Digimon, wenn wir rausgehen. Hier ist keines. Aber wenn wir hier vielleicht rausgehen, dann müssten wir erfahren. Weil ich hab den Tunnel gesehen, von dem ich damals gesagt hatte, der auf jeden Fall Asuka und Amaterasu verbindet. Hi, Monmon. Die wenige Prairie liegt genau im Süden. Vom Inn bei der Prairie geht's wohl nach Asuka. Vom Inn der Prairie. Die Prairie hat kein Inn. Meint er jetzt einfach das Loch? Wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach aus. Es wäre cool, wenn dem so wäre. Gehen wir nach Westen oder nach Norden? Wir gehen nach Westen. Oh, Drimogemon, hä? Also, Imperialdramon F als eines der stärkeren Mega-Level hat ein kleines Problem. Ab Level 80, was er jetzt nämlich ist, hat er nämlich das Problem, dass er wesentlich mehr EP braucht, um Erfahrung zu sammeln. Die anderen Mega-Level brauchen das erst mit Level 90, kriegen also vorher ihr Ultimate schon. Das ist bei ihm leider nicht der Fall, denn das wird jetzt kein Level-Up, wie ich gesagt habe. Okay, wir gehen nach Westen. Oh nein, Orkmon. Oh nein, oh nein, oh nein. Hauen wir ihm noch physischen Schaden rein, solange wir können. Ansonsten, ich würde sagen, wenn das hier zu lange dauert, mit der Ebene hier, will ich einfach einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann in Sirio City wieder. Weil, wenn wir diese Maschine zum Laufen bringen, werden wir wirklich alle zurückverwandeln. Und das heißt, uns steht in dem Moment der Amaterasu-Shop hinten zur Verfügung. Und da können wir dann die Z-Teile kaufen, die uns noch fehlen. Und zudem muss man noch sagen, wenn wir das wiederherstellen, müsste die letzte Auktion verfügbar sein. Ich spiele das jetzt übrigens vor den Legendary Items. Oh.
Hey, Moment mal, ich weiß, welcher Tunnel das ist. Das ist der... Oh, nice. Okay, dann sind wir falsch. Dann müssen wir nach Norden. Aber das ist gut zu wissen, dass diese Tunnel miteinander verbunden sind. Das ist nämlich der Tunnel, der... der den Zentralpark verbindet. Zentral, Asuka und Zentral Amaterasu. Der Zentralpark. Also, ich nehme das, wie gesagt, auf vor den Legendary Items. Aber... ich werde es nach den Legendary Items hochladen. Damit, die Reihenfolge bestehen bleibt. Zwischen den Auktionen. Im Norden liegt der Zentralsektor von Amaterasu. Andere Sektoren liegen im Süden. Warte, was? Warte, was? Was, 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 was? Warte, nein, das kann nicht sein. Warte, 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 was? Warte, 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 das kann nicht sein. Sind wir jetzt hier echt in Amaterasu? Kommen wir echt in Amaterasu wieder raus? Patamon, hilf mir. Patamon. Zentralpark von Amaterasu. Tatsache. Nun gut, dann müssen wir doch einen anderen Weg nehmen. Dann zeige ich euch, der Tunnel, den ich immer benutze, ist der hier. Und bei diesem Tunnel ist ganz wichtig, wenn man sich immer nach Westen hält, kommt man nach Asuka. Wenigstens kommt mir jetzt mal Drimogemon, wo ich vorhin hier rumgelaufen bin. Habe ich nur Rarelmon getroffen. Autsch. Metallschaden. Maschinenschaden, whatever. Oh, Leute, ich sage euch, es wird ein Pain mit den Legendary Weapons. Aber ihr habt das ja, glaube ich, schon gesehen zu dem Zeitpunkt. Wenn diese Folge online kommt. Von daher. Muss ich da nichts mehr erzählen, ne? So, und ab jetzt sollte man... Du bist doch ein anderes Kumamon. Du bist doch ein anderes Kumamon. Ha. Naja, dann nehmen wir halt den hier. Also wie gesagt, immer nach Westen halten. Das hier ist Westen. War das doch ein anderes Kumamon? Huh. Und ich dachte, es wäre das Kumamon, was wir jetzt gerade gesehen haben. Na egal. Und wieder halten wir uns nach Westen. Und jetzt, glaube ich, nach Norden. Ah, nein. Ah, nein. Ihr wart ja auch noch hier unten. Wieso habe ich die ganze Zeit nur Varimon getroffen? Block it, Baby. Oder auch nicht. Dann eben nicht. Nicht ist auch in Ordnung. Und ich sollte mir für den Endfight schon mal langsam eine Strategie zurechtlegen. Denn es gibt da eine Kleinigkeit, die man bedenken sollte, bevor man sich waghalsig in die Schlacht stürzt. Ich will allerdings noch nicht verraten, was ich damit meine. Wobei, nee, ich glaube hier auch nochmal nach Westen, oder? Ich glaube, ab hier jetzt Norden. Ich glaube, ab hier war es jetzt Norden. Und jetzt müsste hier eigentlich ein Agumon stehen. Irgendwo. Wenn nicht, sind wir hier falsch. Wenn hier jetzt kein Agumon steht. Doch, da steht ein Agumon. Ja. So, wenn ihr einen Agumon findet, seid ihr richtig. Hier sind wir jetzt im Zentralpark von Asuka-Server. Man hat schon eine Musik und einer schönen Farbe. Wir sind wieder in Asuka-Server. Und gehen jetzt nach Sirio City. Hurra! Also, auch wenn das jetzt nach dem... Obwohl, es ist vielleicht sogar besser, wenn das nach dem Video mit den Legendary... What the hell? Läuft.
Wenn ich die Legendary Weapons habe, werde ich nicht sofort mit der Story weitermachen. Das mache ich die ganze Zeit. Ich werde erstmal mit, ich werde meine Digimon trainieren. Also meine Haupt-Digimon hier, Strength, Rizomu und Merk. Ich möchte nämlich unbedingt, dass sie gewisse Digitationen lernen. Einfach nur, weil es cool aussieht. Wenn wir mit den stärksten Mega-Leveln possible reingehen. Was heißt die stärksten? Halt mit starken Mega-Leveln halt. Und wenn das getan ist... Also ich werde nebenbei auch noch Cardmon farmen. Dazu werde ich allerdings Patamon benutzen, aus gewissen Gründen. Er hat nämlich als einziges das nötige Level mit Digitamamon, und Digitamamon beherrscht eine Attacke namens Soul Snatch. Und Soul Snatch hat eine gewisse K.O.-Chance. Und anders werde ich diese Dinger nicht farmen können. Es gäbe noch irgendein Digimon, ich glaube Marsmon war es. Es lernt einen Schlag, was Gegner lähmen kann. Aber auch da gibt es halt nicht die Garantie, dass es funktioniert, aber es wäre halt auch noch eine Lösung. Komm, normale Kombo reicht. Aber ja, ich werde halt erstmal farmen. Es kann daher sein, dass wenn... Ich nehme jetzt hier sehr viel vor auf. Also ich habe jetzt hier wirklich eine lange Session gemacht, wo ich viele Folgen aufgenommen habe. Bestimmt so 10 sind es wieder. Das wären knapp 5 Wochen, die ich jetzt Vorsprung habe. Wo ich dann die Digimon trainiere. Und dann werde ich die Duellanteninsel machen, wenn ich es schaffe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Möglich wäre es. Ich habe diese Duellanteninsel nie gemacht, deshalb weiß ich nicht, ob wir überhaupt was dafür bekommen. Wäre natürlich nice, wenn. Aber allein um das herauszufinden, werde ich es wahrscheinlich doch tun, aber dazu brauche ich halt bessere Karten. Und der Teufelskreis halt. Und danach, endlich, werde ich mich daran machen, ins Endgame zu gehen. Lebe mir noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und glaubt mal ja nicht, dass es nach dem Endboss aufhört. Es geht danach natürlich noch weiter. Darauf arbeite ich ja hin. Weil ich habe das Endgame nie wirklich gesehen. Weil ich hatte nie die Items, um weiterzukommen. Das habe ich, glaube ich, schon am Anfang des LPs gesagt. Ich nenne es einfach mal LP. Es ist ein LP. Es ist eigentlich... Es ist mehr ein Walkthrough, aber es ist auch irgendwie ein LP. Es ist ein Walkthrough oder ein LP? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich merke da nie einen Unterschied. Ich weiß nicht, was ein Walkthrough ist und was ein LP ist. Ist für mich dasselbe. Aber darauf arbeite ich halt hin. Ich will das Endgame sehen. Ich will wissen, was am Ende ist. Und ich werde sehr enttäuscht sein, wenn es nicht an diesen Items gelegen hat, dass wir nicht weiterkommen. Ich werde dann sehr, sehr enttäuscht sein. Denn es geht danach weiter. Ich weiß halt nur nicht, wie. Ich habe nur eine Vermutung. So, wir müssen hier rein. Die Geschwister haben sich immer noch nicht gefunden. Erdramon! Erhöre meine Bitte. Hey Erdramon, kannst du mir einen Gefallen tun? Erdramon, kannst du in Quinglong City Wind machen? Wir haben nicht genug Power, um alle zurückzuverwandeln. Erdramon, hilf ihnen! Los, wach auf! Aber ich glaube, das ist nicht möglich. Okay, wir finden einen anderen Weg. Und wenn wir wieder reingehen, ist Erdramon weg. So. Auch auf die Gefahr hin, dass der Part eher kurz ausfallen wird, denke ich mal, werde ich jetzt einen Schnitt machen. Und wir sehen uns gleich in Quinglong City wieder. Ich werde versuchen, hier durch den Untergrund zu gehen, und ja, bis gleich. So, jetzt... Oh, guckt mal! Es ist schon vollbracht. Das Leben ist unvorhersehbar wie der Wind. Aber ein starkes Herz kann die Richtung ändern. Du bist ein gut aussehender Junge.
Die siehst genauso aus wie ich, als ich jung war. Die. Ja. Du. Ich mache doch nie Ärger. Hol mich bitte nicht wieder in ein Eugmon. So, alle wurden zurückverwandelt. Es ist alles wieder in Ordnung. Man hört, die Musik hat sich auch geändert. Alle Menschen sind wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Alles ist gut. Alles ist in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt... hi, ihr beiden. Zum Glück sind alle wieder normal. Jetzt muss nur noch die Matrix-Kammer repariert werden. Jetzt können wir uns ausruhen. Ich will hier mal spielen. Ja, ich auch. Lügner Jim, die AOA sind hier. Edge reingelegt. Oh, ich hätte es dir fast geglaubt, mein Junge. So, das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen und uns mit dem netten Typen hier... Oh, hi. Puh, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Okay, an die Arbeit. Hinten gibt's auch gute Items. Schau mich um. Das werde ich. Zuerst einmal den Trödelladen. Das Zeughaus. Hallo, Oma. Wirklich? Ich will nicht wieder ein Eugmon werden. Boom, das Zeughaus. Und hier müssten wir jetzt all diese Set-Teile... Ja, es gibt hier alle Set-Items. Jedes einzelne. Und ich werde mich mal ransetzen, das nötige Geld zu verdienen, weil man sieht, die sind teuer. Die sind verdammt teuer. Ich denke, während des Trainings werde ich die nötige Kohle verdienen. Dramon Guard, Dramon Schild, kühner Helm, gefährlicher Helm, Wildnishelm. Ich glaube, gefährliche Items waren für Gilmon. Okay, man sieht schon, die meisten sind schon etwas outdated. Aber nichtsdestotrotz, es sind Set-Items und ich will sie haben. Ich will sie einfach nur haben. Später mal. Jetzt gehen wir noch schnell zu Wizardmon. Ob der jetzt die letzte Potion für uns hat, die letzte Ladung, die es gibt. Das ist, glaube ich, die Max-Ladung. Die müsste Wizardmon hier verkaufen. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Aber mal gucken, ob er sie schon hat. Oh, er hat sogar Chips. Und die sind noch nicht mal allzu teuer, wie man hier sieht. Ah, cool. Okay. Könnte man sich auch überlegen, ob man damit die Werte nochmal irgendwie boost, die einem fehlen. Aber... So 6.000, so zwischen 2.000 und 3.000 ist so Standardpreis. Das ist toll, die besten Waffen überhaupt. Cool. Ich gehe jetzt nochmal schnell zurück nach Asuka City. Ob die letzte Auktion dort jetzt triggert. Und ja. Ich sag dann entweder bis gleich oder bis zum nächsten Part. Ja, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Baba, I guess.